Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns im Moment oben in Bankurei, ganz im Norden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, dass das die gleiche Quest ist, weil hier unten steht, findet die Würdinnen in der Duelenbucht. Ich bin aber jetzt nicht hier unten nach rechts und dann hier so umständlich hochgeritten, sondern wir waren ja etwa hier. Und dann bin ich einfach übers Wasser, habe den Wegschrein hier freigeschaltet und bin jetzt hier einer Würdin über den Weg gelaufen. Ich hoffe, dass das die gleiche Quest ist. Auf jeden Fall, ja okay, es ist auch die Duelenbucht. Also denke ich mal, es ist die gleiche Quest. Auf jeden Fall ist nämlich hier auch die Hauptquest eingezeichnet. Haltet Abstand, Außenseiterin. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine engstirnige Stadtbewohnerin, die sich hier herumtreibt. Dunkelheit herrscht über diesem Teil des Waldes. Die Rabenvettel Uela und ihre Reckmannen haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Zumindest vorerst. Würdin Delphik hat mir geraten, hierher zu kommen. Hat sie das? Das kann ich kaum glauben. Delphik weiß, was ich von Außenseitern halte. Wie dem auch sei, welche Gründe ihr auch immer gehabt haben mögt, um hierher zu kommen, sie werden warten müssen. Wir sind zurzeit nicht in der Lage, irgendjemandem Hilfe anzubieten. Und schon gar nicht einer Stadtbewohnerin. Die Rabenvettel Uela und ihre Reckmannen haben diesen Teil des Waldes übernommen. Und alles in ihm, einschließlich der Würdinnen, ist dadurch geschwächt. Habt ihr vor, die Reckmannen zu vertreiben? Wohin sie auch gehen, verdorren und sterben die Wälder. Wir werden Uela und ihre Finsterzeugen von hier vertreiben oder bei dem Versuch sterben. Leider ist die alte Vettel gut mit Würdmagie vertraut. Sie hat üble Totems aufgestellt, die unsere Macht unterdrücken. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Ihr erwartet, dass ich einer wie euch traue? Vielleicht, wenn eine meiner Schwestern euch im Auge behält. Würdin Rashan ist zwar jung, aber sie wird es schon schaffen. Rashan wird bald von ihrem Spähgang zurück sein. Wenn ihr uns wirklich helfen möchtet, dann kann sie euch beim Vernichten der Totems unterstützen. Ich habe nichts dagegen. Da kommt sie auch schon. Rashan! Hallo. Wir haben eine Freiwillige, die Uelas Totems zerstören möchte. Hallo, meine Süße. Wir trauen Außenseitern eigentlich nicht über den Weg. Doch das Leid des Waldes scheint die Herzen meiner Schwestern erweicht zu haben. Falls ihr uns wirklich helfen möchtet, können wir dieses Angebot nur schwerlich ausschlagen. Ich würde alles tun, um dabei zu helfen, die Reckmannen zu besiegen. Es wird nicht leicht werden. Als erstes müsst ihr Uelas Totems zerstören. Sie hindern uns daran, für unsere Magiker auf die Macht der Natur zurückzugreifen. Die Reckmannen bewachen sie gut, aber ich werde an eurer Seite kämpfen. Ohne Zauber, aber ich habe scharfe Krallen und einen kräftigen Biss. Eure Hilfe ist mir durchaus willkommen. Ich tue das alles hier für den Wald und nicht für euch. Es gibt 3 Totems. Euch mögen sie nur wie ein paar zusammengebundene Stöcke erscheinen, aber für mich sind sie wie Gift. Ich kann ihnen nicht zu nahe kommen, also müsst ihr sie allein zerstören. In Ordnung. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Legen wir los. Folge mir. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. So, Hallöchen. Ich muss mal kurz eure Totems zerstören. Sehr schön. Oh ja, bleibt doch an jedem kleinen Mini-Stein hängen. Ich meine, gut, der war jetzt was größer. Ah! Aber das ist was, was mich wirklich nervt. Dass man nirgendwo mal gerade auslaufen kann, ohne dass man an irgendeinem Stein hängen bleibt. Genau, du bist kurz weg. Ich kann das schnell pflücken, ja? So. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Totem in der Mitte. So, nächstes Totem. Nächstes Totem ist hier. Und das letzte Totem ist hier oben. Hallo. Mut bringt den Sieg. Oh, euer Ernst. Warum taucht die jetzt da auf? Hä, wieso muss ich das nochmal machen?
gerade schon abgehakt. Damit ich flambiert wäre. Okay. Sie sollte aber... Achso, sie steht doch hier. Ach, ich bin so doof. Ich kann den Wald tatsächlich wieder spüren. Das ist gut. Die natürliche Ordnung der Dinge tritt bereits wieder zutage. Sie ist allerdings immer noch sehr schwach. Sie muss erst wieder aufgepäppelt werden. Was ist mit Uela? Sie muss sterben. Bis Uela getötet ist, bleibt die Verderbnis bestehen. Ihr Blut ist die Nahrung, die der Wald braucht. Oh, hoppla. Meine Magika kehrt zurück. Und das verpasst mir einen ordentlichen Schwindel. Trefft mich drüben am alten Turm. Ich muss mich erst sammeln. Ich treffe euch dort. Banausin! Zerstört meine Kunst! Das ihr werdet bereuen! Spielt ihr mit den kleinen Waldmädchen? Aber ein Spiel mit mir haben schon viele bereut. Wie genau hat meine neue Spielkameradin vor zu gewinnen? Wir werden siegen, indem wir euch töten. Mich töten? Um Uela zu töten, müsst ihr sie erst finden. Ich komme an euch heran, aber ihr nicht an mich. Wir werden euch finden. Wo ich bin, ist ein Geheimnis, das nur eine Krähe kennen kann. Und die Krähen verlangen nach eurem Tod und nicht nach meinem. Wenn ihr mir nachsetzt, dann wird das Letzte, was ihr seht, ein schwarzer Schnabel sein. Einer, der euch die Augen aushackt. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Kann ich der nicht einfach folgen? Das wäre doch viel einfacher. Wir müssen jetzt da den Weg runter. Das ist jetzt wieder der Turm, wo wir am Anfang waren. Sieht so aus. Oh, wie laufe ich denn hier? Hallo. Hört mal, es war falsch von mir, so hart mit euch ins Gericht zu gehen. Ihr habt voll und ganz bewiesen, dass ihr mein Vertrauen verdient. Ich weiß eure Hilfe mehr zu schätzen, als ich es auszudrücken vermag. Und ganz besonders, wenn ihr diese Sache tatsächlich zu Ende bringt. Das werde ich. Ich sprach dort mit Uela als Krähe. Ist das so? Nun, ich schätze, wir haben die Aufmerksamkeit der alten Vettel erregt. Vielleicht haben wir sie sogar in die Defensive gedrängt. Doch natürlich wird sie von Ring um Ring an Verteidigungen geschützt sein. Ich weiß nicht einmal, wie man sie finden kann. Ich schätze, ihr habt da nicht zufällig irgendeine Ahnung? Sie meinte, es wäre ein Geheimnis, das nur eine Krähe kennen würde. Die armen Krähen. Sie stehen völlig unter ihrer Kontrolle. Ihre Geister sind hilflos. Sie können nicht mehr tun, als vom Reich der Natur aus dabei zuzusehen, wie es ihrer stofflichen Gestalt ergeht. Aber sie ist es auch, die über ihr Kommen und Gehen bestimmt. Deshalb dürften sie wahrscheinlich wissen, wo sie zu finden ist. Können wir uns irgendwie mit ihnen verständigen? Da ich nun wieder auf die Macht der Natur zurückgreifen kann, gibt es da tatsächlich einen Weg. Ich kann euch in das Reich der Natur mitnehmen. Natürlich nicht in dieser Gestalt, doch das würde es uns erlauben, mit den wahren Geistern der Krähen zu sprechen. Vertraut ihr mir? Ja, tun wir es. Hallo? Hallo, wir sind die zwei Geisterwölfe und wir müssen mal eben eine Quest erledigen. Wobei eigentlich nur die Krähen so sprechen, ne? Hallo, seht ihr uns? Ihr seht uns nicht. Okay. Hallo, Krähe. Es muss nett sein, zwischen diesem Reich und dem Reich des Stofflichen hin und her zu reisen. Ich stecke hier fest. Ja, ich stecke hier fest. Wir sind hier, um euch zu helfen. Wie finden wir die Rabenviertel? Wenn sie hier wäre, würde ich ihr die Augen aushacken. Nein, sie ist nicht im Reich der Natur. Aber natürlich kommt man im Reich des Stofflichen nicht an sie heran. Vielleicht weiß eine der anderen Krähen mehr. Dann werde ich nach einer anderen Krähe suchen. Oh, wir können sogar looten in diesem Zustand. Das ist ja geil. Guten Tag. Wisst ihr,
Einmal wollte ein Wolf mich fressen. Glaubt ihr, wir könnten jetzt Freunde sein, nur weil wir beide im Reich der Natur sind? Vielleicht. Hat die Rabenviertel auch euren Geist hier gefangen? Boah, das triggert mich gerade so hart. Ich kenne diese Synchronstimme. Nein, aber ich versuche sie zu finden. Oh, wenn ihr Zugang zum Reich des Stofflichen besitzt, habt ihr womöglich eine Chance. Die Tür zu Uelas Versteck liegt in diesem Reich, wisst ihr? Aber ihr müsst die Schutzzauber im Reich des Stofflichen brechen. Aber da ist noch mehr. Ihr solltet eine der anderen Krähen fragen. In Ordnung, dann werde ich noch eine andere Krähe suchen. Da hinten soll noch eine sein. Wusch, ist das cool, einfach hier so durchzulaufen. Verzichten wir auf das übliche Geplauder. Ich weiß, warum ihr hier seid. Selbst im Reich der Natur verbreiten sich Neuigkeiten unter Krähen rasch. Doch es ist unmöglich, an Uela heranzukommen. Selbst wenn ihr die Schutzzauber brecht, wird euch das Betreten ihrer Domäne die Seele verderben. Was ist, wenn ich keine Seele habe? Nun, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Das könnte klappen. An euch ist irgendetwas anders, nicht wahr? Uelas Versteck ist im Turm der Insel. Brecht die Zauber im Reich des Stofflichen. Aber tretet von hier aus durch die Tür. Sagt ihr aber bloß nicht, dass ich euch das verraten habe. Vielen Dank für die Informationen. Ja, was aber immer noch komisch ist, weil wir haben ja unsere Seele schon lange zurück. Findet die Tür. Ja, wir haben unsere Seele ja schon lange zurück und alle behandeln uns immer noch, als wären wir irgendwie eine Aussätzige ohne Seele. Was ich seltsam finde, aber naja, gut. Hier irgendwo. Das scheint der richtige Ort zu sein. Ich denke mal, dass ihr da reingehen werdet. Da bekam ich so langsam das Gefühl, ihr würdet Teil unseres Rudels und nun trennen sich unsere Wege auch schon wieder. Anscheinend werde ich es sein müssen, die Schutzzauber an der Tür bricht. Das erscheint mir nicht gerecht. Ihr dürft da hinein und diese alten Vettel das Gesicht abkauen. Werde ich in dieser Gestalt bleiben? Ich glaube nicht. Ihr Versteck liegt im Reich des Stofflichen. Und deshalb werdet ihr auch eure stoffliche Gestalt annehmen. Dann gibt es gleichwohl doch nicht so viel zu kauen. Aber das ist gut so. Ihr werdet eure Hände brauchen. Sobald die Vettel tot ist, müsst ihr ihr fieses kleines Herz herausschneiden. Warum braucht ihr ihr Herz? Als ich sagte, dass ihr Blut die Nahrung ist, die der Wald braucht, meinte ich das ganz wörtlich. Sie ist die Quelle der Verderbnis hier. Deshalb brauchen wir ihr Herz für das Ritual zur Läuterung des Waldes. Nun, seid ihr bereit, es zu besorgen? Ich habe gerade Entsorgen gelesen. Ich bin jederzeit bereit, wenn ihr es seid. So, wieder im Reich des Stofflichen. Dann mal an die Arbeit. Ich nicht. Aber ich will auch lieber so bleiben. Also, ich gut. Bin cool. Die Tür sollte jetzt offen sein. Besorgt mir dieses Herz. Oh Mann. Basti? Basti ist doch wieder da. Mann, ich fand es cool, so als Wolf rumzulaufen. Wer es wagt, in mein dunkles Loch zu steigen, zerfetzen meine Krähen. Wolltest du noch was sagen? Scheinbar nicht. Moment. Sprecht mit der Krähe? Aber einer, die draußen ist, oder? Nee, hier. Die vom Eingang. Freiheit! Endlich Freiheit! Und Uela ist tot! Tot! Ja, das stimmt. Was für eine Erleichterung! Keine Stimmen, keine Zwänge! Körper und Geist sind wieder eins! Die Krähen der Dohlenbucht stehen in eurer Schuld! Ich bin nur froh, dass ihr wieder frei seid. Ja, frei und vollgefressen! Die Rabenviertel war zwar kaum mehr als Haut und Knochen, aber das bisschen, was es zu fressen gab, war köstlich. Also, vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Und vielen Dank für dieses schmackhafte Mahl.
Ich überlasse euch dann mal diesen Genuss. So, das sieht doch gut aus. Die Gegner scheinen hier alle weg zu sein. Die Reikmannen müssen Uelas Tod gespürt haben. Sie verfielen in Panik und bekämpften sich untereinander. Dadurch wurden sie für meine Schwestern und mich zu einer leichten Beute. Und nun zum Herz. Ich hoffe doch, dass ihr es habt. Ja, ja, das tue ich. Was wird dieses Ritual genau bewirken? Seht ihr all diese riesigen Ranken, die das gesamte Leben hier zu ersticken drohen? Das Ritual wird dieses Gebiet von ihrer üblen Präsenz befreien. Anders kann das Land nicht heilen. Aber warum zögert ihr noch? Habt ihr euch etwa so sehr an diese Ranken gewöhnt? Nein, ihr könnt das Herz nehmen. Haltet es bereit. Ich habe da eine Idee. Würdin Freida wird zwar vor Wut heulen, aber ich finde, ihr habt euch diese Ehre verdient. Lasst uns mit dem Ritual beginnen. Sobald wir in die Erde eingedrungen sind, könnt ihr das Herz in den Kreis werfen, um den Zauber abzuschließen. In Ordnung. Ich werde das Herz in den Kreis werfen, sobald ihr es mir sagt. Nun gut, Schwestern. Beginnen wir mit dem Ritual. Das ist euer Einsatz. Macht schon. Werft das Herz in den Kreis. Hab ich doch schon. Das nennt man einen Blättertanz. Wer hätte gedacht, dass es eine Außenseiterin sein würde, die auftaucht und Uela tötet? Ich bezweifle zwar, dass wir deshalb in Zukunft gleich Familien aus Immerfort zu Besuch einladen werden, aber vielleicht können wir ein wenig freundlicher sein. Ich hoffe es. Ich zumindest bin euch so dankbar, wie es die Blumen der Sonne sind. Ihr habt diesen Landen das Leben zurückgebracht, als es schon beinahe vollkommen erstickt war. Obwohl wir eine Außenseiterin nie offiziell als unsere Freundin bezeichnen würden, glaube ich, dass wir euch zumindest als Verbündete ansehen können. Und wir haben eine göttliche Robe vom Set Vampirfürst erhalten. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass ihr bald wieder zurückkehrt, um die Gastfreundschaft meiner Schwestern zu genießen. Und ich kann euch versichern, dass wir uns nicht auf den Straßen irgendeiner Stadt begegnen werden. Also heißt es jetzt wahrscheinlich leb wohl. Ja, ich muss die Königin darüber in Kenntnis setzen, dass Uela tot ist. Natürlich. Ich bin sicher, sie wird sich freuen, euch zu sehen. So hatte ich es noch gar nicht gesehen, aber das heißt wohl, dass die Reikmannen keine Bedrohung mehr für Immerfort sind. Das hoffe ich zumindest. Nun gut. Tja, falls ihr jemals wieder in diese Gegend kommen solltet, bringen wir euch um. Was? Ich mache doch nur Witze. Nur wieder ein bisschen Würdinnenhumor. Geht jetzt. Möge Hersine eure Jagden segnen, wohin sie euch auch führen. Euch auch. Ja, damit haben wir die Unterredung begonnen. Die ist allerdings wieder da unten. Da kümmern wir mal eben... Jetzt muss ich mal schauen. Moment, in die Richtung muss ich. Und direkt wieder absteigen, weil hier ist direkt ein Buch. Sind doch nicht alle weg. Haha. Was ist das denn für eine Sauerei hier? Ich dachte, die sind jetzt alle da. Jetzt sind die Gegner alle weg, aber nein. War wohl nix. Na gut. Dann suchen wir uns jetzt mal eben hier den Wegschrein. Und dann porten wir mal eben dorthin. Und dann werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal verzweifelt gucken müssen, wie ich jetzt... Achso, das ist hier oben im Schloss. Ja klar, logisch. Da kann ich hoch. Wenn ein Ork das Sagen gehabt hätte, wäre Kamlon nie... Danke, dass die immer zu reden beginnen, wenn man schon lange E gedrückt hat. Danke. Die Acht seien gepriesen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, euch zu sehen. Erst stockte der Vormarsch der Reikmannen, dann flogen die Krähen davon und nun seid ihr zurück.
Ich habe das Gefühl, ihr seid eine echte Glücksbringerin. Ja, ich bin zurück. Die Rabenviertel Uela ist tot. Erstaunlich. Was nach einer ausweglosen Lage aussah, hat sich komplett gewandelt. Ob ihr mir nun glaubt oder nicht, ich habe frohe Kunde mit euch zu teilen. Der kaiserliche Magus-General Septima Tarn hat um eine Unterredung gebeten. Ich hoffe, sie will einen Friedensvertrag aushandeln. Seid ihr sicher, dass das keine Falle ist? Zumal ich mich erinnern kann, dass Tarn unterschrieben hatte bei diesem Komplott da? Nein, ich traue den Kaiserlichen wirklich alles zu. Ich bin optimistisch, aber nicht naiv. Deshalb habe ich das Treffen hinausgezögert. Ich möchte euch an meiner Seite wissen, nur zur Sicherheit. Wir werden für den Notfall auch Mitglieder der Krieger und der Magiergilde vor Ort haben. Das klingt wie eine weise Entscheidung. Da ihr nun hier seid, können wir loslegen. Gabriel von der Magiergilde und Darien von der Kriegergilde werden sich uns anschließen. Ich nehme an, ihr wollt euch mit ihnen über eure Strategie beraten. Sobald ihr bereit seid, sagt ihr Gabriel einfach, dass sie das Portal öffnen soll. Wo wird diese Unterredung stattfinden? Auf neutralem Gebiet. In einem abgelegenen Tal im Herzen Bankoreis. Gabriel und Darien haben es bereits ausgekundschaftet. Sie können euch erzählen, was sie gesehen haben. Sobald ihr zum Aufbruch bereit seid, hat Gabriel vor, ein Portal zu öffnen, um uns dorthin zu bringen. Glaubt ihr wirklich, dass die Kaiserlichen Frieden wollen? Ich glaube, sie wollten immerfort durch eine List erobern. Das haben wir verhindert. Ich bin mir sicher, dass sie die Stadt auch mit Gewalt einnehmen würden. Doch solange die Bankorei-Garnison noch steht, wird das nicht passieren. Sie sind unter Umständen bereit, Zugeständnisse zu machen. Warum heuert ihr die Gilden an, wo ihr doch eigene Wachen habt? Gemäß der Bedingungen für diese Unterredung habe ich mich bereit erklärt, auf die königliche Leibwache zu verzichten. Aber Septima ist verrückt, wenn sie meint, ich würde sie ohne jede Eskorte treffen. Sie bringt ihre Magie mit, also bringe ich meine mit. Ich werde auch noch etwas Stahl zur Hand haben, nur zur Sicherheit. Auf jeden Fall eine weise Königin. Ja, ich würde aber trotzdem mal sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen blöd gewesen vom Cut her. Den hätte ich vielleicht eher machen sollen, als ich rübergelaufen bin. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das ja doch wieder so ein neues Thema ist, weil wir die Sache mit den Würdinnen und so weiter jetzt hinter uns gelassen haben. Deswegen sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.